Im niedersächsischen Kloppenburg wird heute gefeiert. Gemeindemitglieder der russlanddeutschen Pfingstgemeinde werden getauft. Ihre Vorfahren waren vor 200 Jahren an die Wolga gezogen. Zarin Katharina die Große hatte ihnen Land und Glaubensfreiheit versprochen. Doch in der Sowjetzeit galt das nicht mehr. Und so kamen sie zurück nach Deutschland. Viele nach Kloppenburg. Auf deinen Glauben taufe ich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schwester Willina, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ja, ich glaube. Versprichst du und diene im reinen Gewissen? Ja, ich glaube. Auf deinen Glauben taufe ich des Namens des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erst mit 18 kann man sich taufen lassen. Für einige ein großer Schritt. Es beginnt heute für mich ein neuer Lebensabschnitt sozusagen. Ja, ich freue mich schon. Der Tag heute ist sehr wichtig für mich. Was haben jetzt deine Arbeitskollegen gesagt, als du gesagt hast, nächsten Sonntag werde ich mich taufen lassen? Ja, die waren schon entspannt, schon überrascht und haben auch Fragen gestellt, wie das so ist. Ja, aber doch, war ganz gut. Ja? Ja. Haben sie nicht gesagt, du bist aber bekloppt? Nee, sowas haben die nicht gesagt. Würden sie niemals machen. In Russland durften sie nur heimlich ihren Glauben leben. Deswegen werden heute auch Ältere getauft, die es damals aus Angst vor der Obrigkeit nicht wagten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schwester Lea, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Ja, ich glaube. Versprichst du ihm zu dienen mit einem reinen Gewissen? Ja, ich verspreche. Auf deinen Glauben enttaufe ich dich in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ernst Fischer ist einer der Prediger der Gemeinde. Kloppenburg ist heute die kinderreichste Stadt Deutschlands, auch dank Ernst Fischer und seiner Gemeinde. Er hat 12 Kinder und obwohl er erst 50 Jahre alt ist, auch schon 8 Enkel. Fast alle Gemeindemitglieder haben so viele Kinder. Wir haben die Kinder wirklich als Geschenke Gottes angenommen. Jedes einzelne und wie viel es dann werden, das haben wir nicht gewusst. Bei 12 war dann irgendwann Schluss. Erzählen seine Kinder von ihrer großen Familie, sind Mitschüler und Arbeitskollegen, die nicht zur Gemeinde gehören, verblüfft. Die Kollegen kommen dann noch nicht so ganz mit zurecht, natürlich nicht. Die sind dann mit 30, haben die dann ihr erstes Kind und feiern dann, juhu, wir haben ja unser erstes Kind. Und wenn du denen erzählst, ja, ich habe auch schon 5, dann sind die leicht überfordert, ist doch klar. Das wollen die nicht, weil die immer im eigenen Leben ihre Hobbys und Interessen sehr ungern zurückstellen wollen. Und dann wird immer natürlich in erster Linie auf Karriere und auf das eigene Leben geguckt. Und dann sind da Kinder immer ein bisschen im Weg, sag ich mal. Die sagen auch zum Beispiel, man muss erstmal ein Haus haben, ein Auto haben, damit man überhaupt heiraten kann und überhaupt an Kinder denken kann. Und ja, das sehen wir jetzt zum Beispiel nicht so. Mache ich auch lustig darüber, aber... Ja, was finden Sie komisch? Ja, dass ich nicht sauf, dass ich keine Freundin habe, dass ich eine große Familie habe und ja, halt so die Standardsachen, ne, die ich nicht so mitmache. Und beneiden Sie dich auch manchmal und sagen, boah, das ist ja super, dass man hier nie alleine ist, dass es nicht langweilig ist, dass ich eine Gemeinschaft habe? Also davon habe ich noch nichts gemerkt, sag ich mal so. Ich glaube nicht. Ernst Fischer ist nicht nur Prediger, sondern im Augenblick auch Bauarbeiter. Die Kirche in Kloppenburg ist schon wieder zu klein und so packt jeder aus der Gemeinde mit an. Der eine kommt vormittags, macht hier seine 4-5 Stunden und dann fährt er zur Spätschicht. Der andere kommt nachmittags, nach der Frühschicht und arbeitet dann, wenn sein muss, bis 10 Uhr abends. Sag mal, das fügt ja irgendwo die Gemeinde so zusammen, ne? Ja. Bei dem Kirchenbau. Ja. Da hilft jeder, da helfen alle gemeinsam mit und das ist immer gut so. Ein Viertel der 35.000 Einwohner von Kloppenburg sind Russlanddeutsche. Die kleine Stadt hat keine Nachwuchssorgen. Kindergärten und Schulen sind voll, dank der Familien aus Russland. Auch Irina Richter und ihre Schwester Amalia kamen vor gut 20 Jahren aus Sibirien nach Deutschland. Und wenn sie Sehnsucht nach Russland verspüren, gehen sie in eins der russischen Geschäfte in Kloppenburg. Hier gibt es warme Tücher und sibirische Teigtaschen, Kittelschürzen und Gurken, Sprotten und Ikonen. Verkäuferinnen und Kunden sprechen beides, Russisch und Deutsch.
Ach, in Russland haben wir das oft so gemacht. Zu Hause in der Küche bei Großmutter Ella entfaltet sich der Geruch nach Pelmeni und Pirocken, die in Öl ausgebraten werden. In unser Dorf war nur ein deutsches Dorf. Wie ich in die erste Klasse bin gegangen, ja? Ich konnte überhaupt nicht Russisch. Dort waren sie nach dem Krieg die Deutschen, die Faschisten. Hier in Kloppenburg galten sie als die Russen, für sie ein Schock. Ja, mir war schwer. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich hier zu Hause gefühlt habe. Oh, du bist ja keine Deutsche, du bist ja eine Russin. Ich sage, nein, ich bin keine Russin, ich bin eine Deutsche. Ich habe mein ganzes Leben in einem deutsches Dorf gelebt. Sohn Thomas kennt Russland nur aus Erzählungen. Vater, und sei uns gnädig. Wir danken dir und loben dich. Dir gebiete Ehre in alle Ewigkeit. Ja, Kinder, lasst euch. Er ist in Kloppenburg geboren. Nun will die Familie in den Ferien nach Sibirien fahren. Ich habe so ein eigenes Bild eigentlich davon, aber ich will es auch gerne jetzt mal echt sehen. Ernst Fischer auf dem Weg zur Drogenhilfe. Einige Russlanddeutsche haben es nicht verkraftet, herausgerissen zu werden aus ihrer alten Welt. Sie stürzten ab, so wie Sascha, der sich auch gerade hat taufen lassen. Na, Sascha, wie geht's? Gut, sehr gut. Essen machen. Ja, ich mache heute Salat. Ja. Ich war schwer kriminell, drogenabhängig, Alkohol. Ich war auch sehr lange im Gefängnis. Ja, und so ging mein Leben 40 Jahre lang. Ja, und jetzt bin ich hierher gekommen, bin seit 1,5 Jahren clean. Ja, durch Gottes Gnade bin ich heute noch hier, bin gesund mittlerweile. Also in 1,5 Jahren habe ich das geschafft, was ich in 20 Jahren nicht hingekriegt habe. Ich war auf mehreren Therapien und die haben alle nichts gebracht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat Gott gefehlt, ne? Ich komme aus dem Altaigebirge, aus dem Dorf, ne? Und plötzlich Deutschland und ja, es war ganz anders. Und wir sind auch nicht akzeptiert worden. Ne? Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, wie ich in die Schule gekommen bin. Ja, ich war der Russe, ne? Der Feind sozusagen. Mhm. Ja, im Schulhof, ne? Bin ich auch mal verprügelt worden. Ne? Mhm. Dann haben wir so Klicken gebildet. Ne? Mhm. Und dann kamen auch die Drogen da rein. Ne? Und die haben uns dann auch alle kaputt gemacht. Ne? Mhm. Mhm. Ja, von 10 Mann haben nur 2 überlebt, ich und noch eine. Ernst Fischer und einige Freiwillige sind rund um die Uhr für die Männer da. Einigen ist das zu viel, sie gehen wieder. Doch manchen hilft, dass sie jetzt Halt, einen strikten Tagesablauf und Hilfe durch die Gemeinde haben. Gemeinschaft zählt. Die Kochgruppe der Gemeinde bereitet eine Hochzeit vor. Zum Ärger örtlicher Hoteliers und Restaurantbesitzer buchen die Paare kein teures 5-Gänge-Hochzeitsmenü. Hier wird selbst gekocht und gebraten. Habt ihr das in Russland auch so gemacht? Klar, das haben wir auch da gemacht. Das kennen wir noch von da. Gegenseitig mithelfen, das kennen wir noch von da. Ja, wir sind so erzogen. Zu jeder Hochzeit kommen zwischen 500 und 1000 Gäste. Auch diese Kirche haben sie selbst gebaut. Unten wird gekocht und gegessen, oben wird Gottesdienst gefeiert, beerdigt und getraut. Die meisten heiraten mit 18. Vor der Ehe einen Freund oder eine Freundin zu haben und zusammenzuleben, ist verpönt, entspricht nicht Gottes Gebot, sagen sie. Für sie ist die Bibel Richtschnur und Maßstab. Ich möchte euch eins mitgeben, gleich von Anfang an. Ich habe einen Vorarbeiter gehabt, der hat mir mal prophezeit und hat gesagt, Ernst, die vielen Kinder kosten all so viel Geld, die fressen dir noch mal den Kitt aus dem Fenster. Habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich vertraue auf Gott und ich kann euch sagen, Gott lässt uns nicht im Stich. Kennengelernt hat sich das Brautpaar in der Gemeinde. Auch Ernst Fischers Söhne und Töchter singen mit im Chor und musizieren im Gemeindeorchester. Versprichst du deiner neben dir stehenden Braut, Annette, vor Gott und vor allen Anwesenden, für sie zu sorgen und ihr treu zu bleiben, euer Leben lang,
in guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheide. Ja, ich verspreche. Die Frauen haben Koteletts und Klopse, Hackbraten, Gemüse und Salate gemacht. Junge Freiwillige bedienen die Hochzeitsgäste. Wir haben so verschiedene Gruppen von der Kirche aus und dann so Jugendgruppen. Ja. Und die helfen bei jeder Hochzeit. Genau, also das geht dann so der Reihe nach. Das Paar fährt auf Hochzeitsreise nach Mexiko. Annette ist Zahnarzthelferin, der Bräutigam Bankkaufmann. Es ist ihre erste gemeinsame Reise. Vorher zusammenleben kam nicht in Frage. Das ist bei euch nicht üblich in der Gemeinde. Nee. Nein. Erst nach der Kollegen guckt auch nicht komisch und sagt, oh, wie altmodisch oder so. Man muss es halt ein bisschen erklären. Ja. Wenn man das genau und richtig klarstellt oder erklärt, dann verstehen das die meisten auch. Familie Richter zieht es nicht nach Mexiko, sondern nach Sibirien. Thomas lässt sich von seiner Oma zeigen, wie es dort aussieht. Und das da hier, das ist die Straße. Das war unser Nachbar. Und da war wieder unser Platz, wo wir hingewohnt haben. Okay. Ja, von der anderen Seite. Inzwischen wächst die neue Kirche. Ernst Fischer ist jeden Tag auf der Baustelle. Vitali Beifuß ist von Beruf Baggerfahrer und findet es selbstverständlich, mitzuhelfen. Von 7:30 bis 16:30 habe ich meine Schicht hinter mir. Und dann? Ja. Und dann kam ich hierher. Holla. Ja. Das ist aber anstrengend. Ja, gut. Man weiß ja, wofür man das macht. Dann kann man vieles in Kauf nehmen. Ja. Ja. Und wofür macht man das? Alles für den Herrn. Alles für den Herrn, ja. Die Ferien haben begonnen. Die Klassenkameraden hängen auf Mallorca ab, machen Halligalli auf Ibiza. Die jungen Gemeindemitglieder aber schuften auf dem Bau. Das ist ein Dienst, also für die Gemeinde. Auch das ist Dienst an der Gemeinde. Niemand holt Wurst oder ein Döner vom nächsten Imbiss. Die Frauen der Kochgruppe haben seit dem frühen Morgen für die Männer gebraten und gekocht. Es gibt handgemachte Pelmeni, gefüllte Teigtaschen, Fleisch, Kartoffeln, Salat und eine Nachspeise. Die Frauen versuchen alle immer ihr Bestes zu geben, deswegen haben wir das beste Essen. Nicht nur die Kirche, auch die Wohnhäuser haben sie gemeinsam gebaut. Einige Kloppenburger macht das neidisch. Und die Kinderschar der Russlanddeutschen bringt manche auf die Palme. Das war auch interessant. Meine Frau wurde mit dem zweiten Kind schwanger und dann war das Verhältnis kaputt mit den Vermietern. Die haben unten gewohnt und wir waren oben. Und als die dann erfahren haben, dass wir das zweite Kind erwarten, dann war fertig. Dann hieß es, wo wollt ihr die alle stapeln? Obwohl das war nun eine große drei oder vier Zimmerwohnung. Was hatten wir da? Drei Zimmerwohnung. Und da haben wir überhaupt keine Probleme drin gesehen. Und da hat mein Schwager, mein Vater lebte da noch. Die haben gesagt, Ernst, komm her, dann musst du ein eigenes Haus bauen. Und da haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das. Ging aber auch nur bis zum wievielten Kind gut? Ich meine bis zum 7. dann hatten wir da auch wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit den Nachbarn. Es war immer zu laut und das war alles ein bisschen angestrengt. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir noch mal bauen. Hilft ja nichts. In der Schule mit anderen Kindern über die Bundesliga zu diskutieren, ist für die kleinen Fischers nicht drin. Sie schwärmen zwar für Bayern München, aber die Familie hat, wie viele aus der Gemeinde der Russlanddeutschen, keinen Fernsehapparat. Und vermisst du das manchmal? Was? Fernsehen. Manchmal. Wir haben hier einen PC und einen Laptop zu Hause. Und dann dürfen wir auch manchmal Fußball gucken. Der Einfluss, den die Medien auf uns haben, was Unmoral anbetrifft und Gewalt. Und ich denke mal, das ist nichts Gutes. Da braucht man nichts zu vermissen, wenn man das nicht hat. Auch mit manchen Themen, die in der Schule behandelt werden, liegt Ernst Fischer quer. Komm, setz dich einfach dazu. Zum Beispiel gleichgeschlechtliche Ehen oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Solche Dinge, die die Bibel ganz klar Sünde nennt und nicht nach Gottes Willen und Plan. Ja. Wäre das für euch ein Problem, wenn jetzt in eurer Gemeinde jemand sagt, also ich liebe einen Mann? Gott sei Dank habe ich sowas noch nie erlebt, deswegen möchte ich auch nicht erleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen kann ich da eigentlich
nichts zu sagen, wie ich da reagieren würde und was dann passieren würde. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt nicht so, dass wir diese Menschen hassen oder so, aber das ist eben nicht nach Gottes Willen. Gibt es sowas wie Klassenreisen? Fahrt ihr da manchmal mit? Ja. Ja? Fahren zwar nicht immer mit, ne, aber bei so einer Klassenfahrt im 9., 10. Schuljahr ist das natürlich schon eine Versuchung da. Vor allen Dingen, wenn es dann Städtereisen sind und wenn dann Diskotheken aufgesucht werden und so. Das ist natürlich dann auch nicht so unser Ding. Die ganzen Klassenkameraden haben ihm da erzählt, wie viel Alkohol die mitnehmen wollen und was sie da alles machen wollen. Und dann hat er selber gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. Aber in der staatlichen Schule sehen die Kinder vieles, was zu Hause und in der Kirche verpönt ist. Einige Mädchen schminken sich, tragen Hotpants, viele Jungs sind Fußballfans. Die Kinder aus der Gemeinde gehören deshalb auch nicht zu der Mitschülerclique, die sich über die Chancen für Germany's Next Topmodel ereifert. In meiner Clique gucken das eigentlich so alle. Und wenn nicht, ist das halt nicht schlimm, die reden dann mit anderen. Fühlen sich die russlanddeutschen Kinder ohne Fernsehen ausgegrenzt? Zumindest geben sie es nicht zu. Es interessiert mich auch nicht so wirklich, weil ja, ich mache lieber andere Sachen. Das macht auch so die Augen kaputt und dann ist man auch nicht so viel draußen und so. In den höheren Klassen haben viele schon feste Beziehungen. Am Wochenende feiern sie oft in der Disco. Dass die russlanddeutschen Mitschüler dabei nicht mitmachen, ärgert einige. Ich meide solche Themen eher. Sex vor der Ehe. Das ist für die manchmal ein Tabuthema. Oder Alkohol, Drogen. Das sind dann halt so Themen, wo man dann so ein bisschen aneckt. Die sind unter sich, haben eine Freundin, die auch in ihrem Alter sind oder halt auch ihrer Gesinnung sind. Und, ja. Und wenn die sich dann halt abschotten, gibt einem das halt das Gefühl, dass sie halt selber mit einem gar nichts zu tun haben wollen. Und ja, ist halt nicht so schön. Die Schulleiterin und die Lehrer führen vor Klassenreisen und dem Sexualkundeunterricht oft Gespräche mit den Eltern aus der russlanddeutschen Gemeinde. Die kommen in der Klasse gut mit, sie kommen im Unterricht in der Regel auch gut mit, sie sind sehr bemüht. Es wird dann spürbar, wenn es an außerunterrichtliche Aktivitäten geht, in Teilen. Also sehr konservative, sehr überzeugte, kirchliche, engagierte Kinder, die haben dann manchmal Schwierigkeiten, übernachten zu dürfen, auf eine Klassenfahrt mitzudürfen. Da merkt man das so ein bisschen. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach für die Kinder. Sie entwickeln manchmal auch Strategien, dass sie sagen, ich will das ja gar nicht. Ich brauche keinen Fernseher. Also im Prinzip, glaube ich, funktioniert es in schwierigeren Klassen. Da kann es natürlich dazu führen, dass die sich ein bisschen ausgegrenzt fühlen auch. Große Aufregung. Familie Richter bricht auf in das Dorf unweit von Omsk in Sibirien, wo sie früher gelebt haben. Wie lange bin ich denn jetzt schon nicht da gewesen? 23 Jahre. Ja. Und? Und du, Irina? Also bei mir wird es jetzt 24 Jahre im August. Jahre. Im August. Nur sind noch etliche Leute, wo ich noch weiß, ja, ja, dass ich die treffen kann, sind noch richtig ganz gut. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich lasse alles auf mich zukommen, ja. 12 Stunden später, sie sind im Dorf Alexandrowka in Sibirien angekommen. Alles festhalten, sich ja an alles erinnern. Was hat sich verändert? Was ist geblieben? Welche Freunde und Kollegen leben noch hier? In diesem Haus hat Amalia vor 22 Jahren gelebt, bis auch sie ihre Koffer packte. Alle gingen, also ging auch sie. Jetzt lebt hier eine andere Familie. Das haben wir gebaut, ja, mit meinem Mann. Ach. Das und das alles, was da drum und da drüben, alles. Ne? Ah. Und dann 1995 haben wir alles stehen lassen und sind nach Deutschland gegangen. Ne? Also jetzt, dass ich das alles so sehe, das tut mir so richtig weh. Ne? Ja. Wenn man das sieht, dass man das alles so verlassen hat. In vielen Häusern von Alexandrowka leben heute Fremde.
Doch zur Freude von Amalia trifft sie noch ihre alte Chorfreundin. Dass ihr immer schön an mich denkt. Ja. Na, große Dank. Ich habe euch da so schön Gebetsbuch ruhig gelegt. Ja, ne? Das ist gut. Für jeden Tag. Und es ist so ein wunderbares Buch. Mhm. Und ein schöner Engel, dass er immer... Ja, und so ein Engel, dass er immer euch behütet und beschützt. Ja, das wünschen wir alle, nicht schön. Ja. Warum hat er dann das so warm? Danke. Warum hat er dann das so warm? Naja, ich war's damit. Eins hat sich nicht verändert in Alexandrowka. Abends kehren die Kühe zurück. Und jede findet ihren Weg in den heimatlichen Hof. Großmutter Ella war früher Melkerin in der Kolchose, kennt sich aus. Doch Enkel Thomas hält lieber sicheren Abstand. Bauer Jörg war oft zu Besuch in Deutschland, doch leben will er dort nicht. Arbeit ist kein in Deutschland, was kann man arbeiten, wenn du schon 50 Jahre bist, will dich keiner nicht mehr. Schön ist es in Deutschland, sauber, alle sind reich. Aber willst du dich mit jemandem treffen, musst du immer vorher anrufen. Und dann heißt es, nein, 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 keine Zeit. Hier setzt du dich mit einem Tee vor die Tür und quatscht. Das ist doch viel besser. Meine Brüder, Schwestern sind alle in Deutschland, Ich bin nur allein hier, das ist nicht gut. Ich glaube, jetzt ist es meine Heimat Kloppenburg, weil ich da meine Kinder habe. Da habe ich nur meine Jugend hier verbracht. Ne? Und ich bin mit 18 Jahren dann nach Deutschland ausgereist und habe mein Leben mehr jetzt da gelebt als hier und habe meine Kinder da bekommen, habe jetzt ein Enkelkind. Klar, ich bin jetzt da zu Hause, aber ich werde immer mich an mein Dorf, an meine Heimat erinnern. Ellas Nachbar hat damals gezögert. Gehen oder bleiben? Er ist geblieben. Na ja, na, warum sind wir nicht mitgegangen? Das war alles zu hart gehackt. Na wie? Hat weh getan. Im Herzen? Ja. Ich war drüben auf Gast. Und dann hatte ich das Billett, wie sagt man? Ticket hat er gehabt. Aha, so zurücken. Nun, wo ich gestanden, sind mich die Tränen geschubbelt, wollte haben. Und ich denke, das Herz hat geräumt. Na, was mache ich? Ich verstehe ihn ganz gut. Ich habe noch immer die Sehnsucht gehabt. Wenn jemand sagt, ich habe keine Sehnsucht nach der Heimat, den glaube ich nie. Ist Alexandrowka Heimat oder Kloppenburg? Diese schweren Fragen werden heute Abend ausgeklammert. Beim sibirischen Willkommen biegt sich der Tisch. Ein Schwein musste dran glauben. Und es gibt Tschutschut, ein bisschen Wodka. Am nächsten Morgen lernt Thomas Freiheit auf russische Art. Ohne Helm und ohne Führerschein durchs Dorf brausen. In dieser Bäckerei hat Amalia damals gearbeitet. Sie ging nicht aus Not. Sie hatte einfach Angst, dass das Tor nach Deutschland vielleicht erneut zugehen würde. Sie ihren Glauben wieder nur heimlich in der Wohnstube würde leben können. Die Bäckerei wurde mit deutscher Hilfe gebaut. Die Regierung, damals noch in Bonn, hoffte, viele Russlanddeutsche zum Bleiben bewegen zu können. Doch den Exodus konnte sie nicht aufhalten. Amalias Schulfreundin arbeitet im Dorfladen. Heute gibt es dort alles. Schlange stehen ist auch in Sibirien vorbei. Na, wie geht's euch? Ganz gut. Wir sind so froh, dass wir hier sind. Ne? So viele Jahre nicht gesehen. Wir sind auch froh, dass wir euch sehen. Dankeschön. Lange Jahre. Ja, lange Jahre. Ja. Ne? Schön, noch mal zurückkommen, das alles sich anzugucken. Ne? Ist schön. Ja. Und hier alles umgebaut, alles anders. Ja. Gut. Guckst du, hier kannst du aufmachen. Ja, und ich ja. Okay. Danke. Amalia will noch ein paar Souvenirs für Kloppenburg kaufen. Irgendwann, ne? Ja. Mach's gut, ne? Mhm. Tschüss. Alles Gute noch. Alles Gute. Tschüss.
Am letzten Abend nach dem Melken hat sich Irina mit ihrer Nachbarin getroffen. Ohne Terminabsprache. Einfach so. Willst du, kannst du, klar. So ist es bis heute in Alexandrowka. Ich hatte lange Sehnsucht nach Russland gehabt. Klar habe ich überlegt, wieso sind wir weggefahren? Was wäre jetzt, wenn wir hier geblieben wären? Ich bin ein reicher Mensch, ich habe zwei Heimaten. Hier und da. In Kloppenburg ist die Kirche inzwischen gewachsen. Die Sommerferien sind schon lange vorbei, die Kinder wieder in der Schule. Eigentlich wollten sie am Jahresende Einweihung feiern. Aber ob das klappt? Wir haben das Ziel immer noch im Visier. Wir wollen dies Jahr noch Einweihung feiern. Aber wenn es dann nicht klappt, dann wird es eben, 2018. Und genauso ist es dann auch gekommen. Im Januar rücken die Maler und Lackierer nach der Frühschicht in der Firma im Kirchenbau ein. Es ist Freitagabend. Die jungen Leute verschönern die Räume für ihren Jugendtreff. Die anderen Lehrlinge aus der Firma sind auf dem Switch. Gehst du nicht mit samstags zum Beispiel mit deinen Kumpels tanzen oder mal ein Trinken oder mit den Mädchen ein bisschen abhängen? Weil es ganz klar auch in der Bibel steht, man soll sich nicht besaufen oder man soll vor der Ehe nicht, keinen Sex haben, sag ich mal so. Ja. Und daran hältst du dich? Daran halte ich mich, genau. Ja. Einige weichen aber manchmal doch ab vom Pfad der Tugend. Bei mir war das so, ich habe mit meinem 15. Lebensjahr das Interesse verloren, an Kirche zu gehen und sowas. Und dann habe ich natürlich die eine und die andere Sache ausprobiert. Ich habe unter anderem angefangen zu rauchen. Ich habe auch angefangen mit Alkohol zu trinken. Jetzt im Nachhinein, ich bereue es sehr. Ernst Fischer hat das Ziel fest vor Augen. Wir hätten es uns ja letztes Jahr schon gewünscht, 2017 die Einweihung zu feiern. Aber ich denke mal, bei so einem großen Gebäude ist das immer ein bisschen schwierig, komplett so zu planen, dass es auf den Tag genau hinhaut. Ne? Deswegen, ich denke mal, wir sind gut zufrieden, wir liegen gut im Rennen. Steven und Annette, die Ernst Fischer im letzten Jahr getraut hat, werden demnächst Eltern. Annette hat ihre Arbeit als Zahnarzthelferin deshalb aufgegeben. Die Wirbelsäule ist hier schon, die sieht man schon, kann man sehr gut erkennen. Und okay. Ich habe meinen Beruf sehr gerne gemacht, aber jetzt habe ich eine andere Verantwortung und die ist also meiner Meinung nach wichtiger. Also, dass ich mein Kind, meine Kinder oder mein Kind versorge, das geht halt vor als die Arbeit. Deswegen ja, haben wir uns halt vorgenommen, dass Annette dann mit dem Kind zu Hause bleibt. Wenn es 10 werden, dann werden es eben 10 oder 12. Dann werden es auch 10 oder 12, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Gott schenkt uns die Kinder, dadurch entsteht das Leben. Und wenn er für uns vorgesehen hat, dass wir so viele Kinder haben sollen, dann soll es so sein, ja. Ein Jahr harter Arbeit ist vorbei, heute ist Eröffnungsgottesdienst. Ernst Fischers Sohn und seine Frau haben inzwischen Nachwuchs. Irina und Amalia, die Sibirienreisenden, feiern mit. Ernst Fischers Tochter singt im Chor. Alle aus der Gemeinde haben angepackt. Es ist ihre Kirche und sie haben sie in nur einem Jahr gebaut. Gott sei Dank, mit Gottes Hilfe haben wir es geschafft. Und wir dürfen heute tatsächlich diese Einweihung feiern. Ich habe so manchmal auf meine Brüder gebannt, die dort irgendwo im Gerüst auf dem Steiger gewesen sind. Aber Gott hat uns bewahrt. Gott hat gesegnet, geholfen. Und dafür wollen wir ihm heute den Dank bringen. Schon jetzt ist auch die neue Kirche knallvoll. Sie sind eben gottesfürchtig und kinderreich. Die Russlanddeutschen in Kloppenburg.